Willkommen zu Brand Image, mein Name ist Chris, das hier sind die Musik-News. Freunde, eine Sache aber noch, denn auf Instagram bin ich irgendwie so, keine Ahnung, ich glaube knapp über 100 Follower, bis zu den 3000. Deswegen habe ich mir überlegt, wir machen da was Kleines. Wenn ich auf Instagram, Link natürlich unten in der Videobeschreibung, 3000 Follower erreichen werde, dann werde ich über Instagram 3x30 € Amazon-Gutscheine verlosen. Ist ein Deal. Geiler Scheiß. Machen wir. Wir legen los mit den Musik-News. Los geht es mit den Tour-Updates und hier haben wir Saltatio Mortis. Die spielen 9 Konzerte im Oktober und November 2025. TBS haben die Vorbands für ihr großes Heimspiel in Mannheim angekündigt. Das werden zum einen Bluthund sein und Samurai Pizza Cats, was es ungefähr zu einem der geilsten Lineups überhaupt macht. Also kommt zum Heimspiel, kommt zu TBS. Denn ihr wollt Teil dieses Videoprojekts sein. Mehr verrate ich jetzt noch nicht. Marilyn Manson spielt im Februar 3 Konzerte im deutschsprachigen Raum. Außerdem spielen The Busters im Zeitraum Dezember bis März 19 Shows. Und Menos Moos haben für den 20. September ihre Record-Release-Party angekündigt in Gießen. Oh Mann, da muss man aufpassen, dass man sich nicht ordentlich mit Bier begießt. Schneiden wir raus. Außerdem gibt es im Dezember 7 Konzerte von Itchy zusammen mit Zebrahead. Allerdings haben die sich gedacht, was? Süddeutschland brauchen wir nicht. Warum? Und wir kommen zu den Festival-Updates und Freunde, ja, wir reden über Wacken, machen wir aber am Schluss heute. Wir legen erstmal los mit dem Nexus-Festival. Denn die haben jetzt ihr Lineup für die Heroes-Stage angekündigt, plus 2 weitere noch geheime Acts. So sieht das Ganze aus, sieht ziemlich fresh aus. Auch hier ist so ein Punkt, ihr solltet schon irgendwie zum Nexus kommen, weil ich werde da sein. Was ich da aber mache, werde ich noch nicht verraten. Ist noch ein Geheimnis. Oh Mann, voll die crazy Musik-News-Folge. Secrets über Secrets. Das Juicy Beats Festival hat den Termin für nächstes Jahr angekündigt. Das wird der 25. und 26. Juli sein. Dann haben wir noch das Full Rewind Festival. Die haben nämlich den Headliner für nächstes Jahr angekündigt, also den ersten Headliner. Und das ist Machine Head. Dann haben wir noch das Impericon Festival. Das findet nächstes Jahr ja nicht mehr um Ostern herum im April statt, sondern im Juni. Und dafür aber 2 Tage. Die haben nun als ersten Headliner Heaven Shall Burn angekündigt. Und auch das Mainstream Festival, das zum gleichen Zeitraum stattfindet wie das Impericon, hat auch Heaven Shall Burn als Headliner angekündigt. Was heißt, dass alle, die die Theorie hatten, dass es jetzt wahrscheinlich ein Schwesterfestival in Zukunft wird? Ich denke mal, die werden recht haben, ja. Und eine sehr wichtige Empfehlung für alle, die ein bisschen Action im Leben brauchen und einfach mal wieder ein bisschen diesen Nervenkitzel. Leon Asen auf TikTok hat es sich zur Aufgabe gestellt, Bigfoot zu finden und nimmt euch bei der ganzen Geschichte mit. Also, Link in der Videobeschreibung, folgt dem Leon mal rein und begleitet ihn bei seiner Suche nach Bigfoot. Es gibt News aus dem Hause Electric Callboy, weil ich habe jetzt gerade vergangenen Samstag habe mir so ganz entspannt den SummerSlam angeschaut und denke mir so, als ein Trailer zu Bash in Berlin kam, also hier WWE Bash in Berlin, denke mir so, das Lied kommt mir doch irgendwie bekannt vor. Und was ist der Soundtrack von WWEs erstem Pay-Per-View, Entschuldigung, PLE, in Deutschland? Electric Callboy featuring Baby Metal mit Ratata. Das ist doch mal geil. Nicht nur, dass Electric Callboy sowieso schon weltweit gerade eskalieren, jetzt sind sie auch noch der Soundtrack für eine Großveranstaltung von einem weltweit riesigen Unternehmen. Ich sag's euch, Electric Callboy wird noch definitiv in den nächsten Jahren eine der größten Metalbands dieser Welt und ich kann es kaum abwarten. Dass viele Menschen auf Twitter nicht unbedingt die Schlauesten sind, das haben wir in der Vergangenheit schon gelernt. So gibt es jetzt auch was Neues gegen die bösen Green Day. Denn neulich hatte Billy Joe auf einem Konzert so eine Gummimaske von Donald Trump auf dem Kopf, wo Idiot drauf stand. Und das geht ja natürlich gar nicht. So, ich sag mal, die Leute haben sich eben aufgeregt, weil das eben 2 Wochen nach diesem ganzen Vorfall war. Der Vorfall an sich ist sowieso ein anderes Thema. Also ich persönlich finde es ein bisschen weird, dass auf aktuellen Fotos eine Woche nach dem Vorfall ein völlig intaktes, null beschädigtes Ohr zu sehen war. Ist ein bisschen weird, aber hey, you do you, America. Das Geile ist ja aber, dass jetzt Leute eben wieder anfangen mit, oh, Green Day, die sollten nichts mit Politik zu tun haben, bla bla bla, Musik und Politik sollte nicht Hand in Hand gehen. Vor 20 Jahren haben Green Day exakt das gleiche gemacht mit einer Maske von George Bush. Also, nachdem letzte Woche tatsächlich eine neue Marilyn Manson Single rauskam, wie ich das ja auch bei den News schon angekündigt habe, with a pinch of salt, soll es nun jetzt wohl überhaupt gar nicht lange dauern, bis die nächste Single erscheint. Genau genommen soll das Ganze sogar schon nächste Woche am Freitag erscheinen, also am 16. August. Diese soll dann Raise the Red Flags heißen und ja, da erscheinen halt. Genau, ja, jetzt wisst ihr mehr. Abonnieren. Wir kommen zu der beliebten Rubrik Musiker, die Bücher veröffentlichen, die auch bestimmt schon jemals bei diesen News kamen. Total. Zum einen haben wir Campino. Der veröffentlicht am 24. Oktober das Buch Kästner Kraftwerk
Cock Sparrow. Eine Liebeserklärung an die Gebrauchslyrik. Zum anderen haben wir Bela B. mit seinem neuen Buch Fun. Das Ganze wird sein zweiter Roman sein. Hier geht es in der Beschreibung um 5 Musiker, 3 Konzerte und eine Stadt in der Provinz. Ich persönlich fand schon, dass sich Scharnow sehr schön gelesen hat, deswegen werde ich mir dieses Buch auf jeden Fall holen. Basti von Trailer Park hat sich mal wieder in einer Instagram-Story gemeldet bezüglich der Trailer Park Blu-ray Live-Album von Berlin Konzert. Das ist jetzt 2 Jahre her. Kommt es jemals raus? Es ist ein einziges Hin und Her, aber jetzt haben wir eine Information bekommen, die in meinen Augen so interessant ist, dass diese DVD wirklich einfach nur wieder sau interessant geworden ist. Denn der Grund, warum dieses Live-Album / diese Live-Blu-ray noch nicht veröffentlicht worden ist, ist, weil sie immer noch in der FSK-Prüfung hängt. Und jetzt werdet ihr euch denken, ja, aber warum hängt die in der FSK-Prüfung so? Das war doch jetzt kein krasses Konzert in Berlin. Aber man hat sich dazu entschieden, unzensierte Videoaufnahmen von den ab 18 Konzerten mit auf diese DVD zu packen. Was im Endeffekt heißt, zweite Show, da war ich live vor Ort, die war schon ziemlich heftig. Aber in der ersten Show, was da abging, ja, das ist im Prinzip dann einfach ein PORN-Teil auf dieser DVD. Detaillierteres Video zu Trailer Park wird wahrscheinlich in den nächsten 2 Wochen kommen. Das Skript liegt schon seit April hier rum, aber ich bin einfach nicht dazu gekommen, das aufzunehmen. Großes, umfängliches Trailer Park Video kommt. Denk, vielleicht noch im August. Allerdings würde auch, ich glaube letzte oder vorletzte Woche für knapp 1-2 Stunden oder so, eine Live-Single von Bleib in der Schule hochgeladen und veröffentlicht. Und die war auch relativ schnell wieder online und das ist auch die richtige Entscheidung gewesen, weil ich bin ganz ehrlich, ich habe noch nie so einen schlechten Live-Sound gehört auf einem Song wie da. Das war saudünn, das war im Großen und Ganzen einfach bockschlecht gemischt. Ich weiß nicht, ob man da aus Versehen eine Demo hochgeladen hat oder was das Ganze hat sollen. Sehr gut, dass es wieder offline genommen haben. Bevor wir zu Wacken und damit auch zu Finch kommen, haben wir noch Finch allgemein so hier zu thematisieren. Denn er hatte neulich bei einem Live-Konzert, ich weiß nicht, ob das allgemein bei seinen Live-Konzerten immer so ist, bei diesem war es auf jeden Fall, auf dem LED-Screen hinten, ihr seht es hier auf dem Bild, sah man ihm an Kreuz hängen. Und da sind Leute richtig abgegangen. Wo ich mir nur so denke, wow, warum? Also klar, ja, Gotteslästerung. Aber wenn man selber eben diesen Glauben nicht hat und haben die schon mal das Cover von der Götterdämmerung, von dem Tribute-Album von Die Ärzte gesehen oder haben die schon mal Monty Python gesehen oder so? Ich meine, wow. Okay, aber ich bin kein Richter, der hier darüber urteilt. Finch selber hat auf jeden Fall ein Statement veröffentlicht dazu. In seinem Statement schreibt er, dass ihm leid tut und er nie gedacht hat, dass das so extrem bei den Leuten ankommt, weil eben aus seiner Gruppe niemand wirklich großgläubig ist. Außerdem ist das in Amerika in egal welcher bildlich dargestellten Kunstform eigentlich auch relativ gang und gäbe, so etwas zu tun. Allerdings hat er auch Morddrohungen bekommen und da ist halt so ein Punkt, wo ein bisschen weit geht, was ich aber schon, ey sorry, aber das ist halt schon wieder witzig, wenn sich Leute, so richtig christliche Leute darüber beschweren, oh hey, du kannst dich doch nicht am Kreuz abgebildet zeigen. Christliche Leute, die nach christlichem Glauben leben und Morddrohungen verschicken. Ey, das kannst du keinem erzählen. Das ist so dumm, ich komme da nicht drauf klar. Außerdem wurde ein Chat veröffentlicht, wo jemand mit Finch über diese Thematik geschrieben hat und Finch bei diesem Chat sehr beleidigend war. Hier hat er gesagt, das Ganze war aus dem Zusammenhang gerissen. Er selber hat kein Problem mit irgendeiner Religion. Er ist halt einfach nicht gläubig. Aber kommen wir zu Wacken. Zum einen, ganz wichtig, oh mein Gott, Finch steht wirklich auf dem Shirt drauf. Das ist ja grauenhaft. Wie kann man dieses Shirt jetzt noch anziehen? Verbrennt es alle? Das ist nicht mehr mein Wacken, Freunde. Und wir gehen von Finch zum nächsten Hip-Hop-Opfer. Nämlich Alligator, der ja auch gespielt hat. Und also ich gehe ja nur nach den Kommentaren auf Facebook und Instagram, ganz wichtig. Aber hey, dieses Hip-Hop-Opfer hat, so wie es aussieht, so viele Leute gezogen, dass die Lauder-Stage gesperrt werden musste, weil da einfach zu viele Leute drauf wollten. Hip-Hop-Opfer. Aber sowas will doch keiner bei Wacken, habe ich gedacht. Das ist crazy. Das wirkt fast so, als wären diese ganzen Kommentarschreiber einfach nur im Internet laut. Und aber sowas von in der Minderheit, das ist ja völlig verrückt. Ich glaube, da muss noch eine Fortsetzung vom letzten Video kommen. Und genauso wenig wollten übrigens auch den großen Festivalabschluss mit Hämatom vs. Finch sehen. Wie man auf diesem Foto sehen konnte, haben die vor einer komplett leeren Crowd gespielt. Schade, Leute, hätte ich euch ein bisschen mehr gegönnt. Also, I'm sorry, aber da sollten mal ganz dringend einige Leute in den Kommentaren ihren Stock nehmen, der tief in ihnen versenkt ist, und rausziehen, weil das haben die nötig. In weniger erfreulichen News, es gab auf Wacken auch einen Brand. Und ich rede nicht von den verkaterten Leuten, die morgens aufgestanden sind und dann ganz viel Wasser trinken mussten. Bam! Nee, ist wirklich ein bisschen scheiße, es hat wirklich gebrannt. Ich hoffe, dass da niemand was passiert ist bei diesem Brand. Am Dienstag um 4 Uhr hat ein Merchandise
Merchandise-Zelt Feuer gefangen. Dieses Feuer ging auch über auf 2 Autos und 3 Zelte. Eins der beiden Autos ist dabei komplett ausgebrannt. Das ist natürlich scheiße, ganz klar. Das tut mir auch sehr leid für alle Betroffenen da. Ich hoffe, dass kein Mensch zu Schaden gekommen ist. Und wenn doch, dann tut mir mein Witz auch leid. Zum Schluss gab es aber dann noch das beste Line-Up-Reveal überhaupt. Denn man hat mit so Drohnen so eine Lichtshow gemacht. Das ist hier, guck, Wacken-Logo, sieht geil aus. Und hat dann die Logos von den Bands in den Himmel geleuchtet. Hier zum Beispiel haben wir Machine Head als erste bestätigte Band. Schön, wie das in den Himmel geleuchtet wird. Darüber hinaus haben wir auch noch Saltatio Mortis, Papa Roach, Gojira, Apocalyptica, Saxon, Within Temptation und viele mehr. Die Tickets gibt es, Stand zu dem Skript, jetzt für 333 Euro. Jetzt zur Aufnahme weiß ich nicht, ob es gerade noch welche gibt. Zum Skript gab es auf jeden Fall noch welche. Und wirklich, ich will hier nicht die Ticketpreise kritisieren. Überhaupt nicht. Ich bin der Letzte, der Ticketpreise kritisiert. Was ich aber kritisiere, sind die ganzen Leute, die letztes Jahr so rumgeheult haben wegen den Ticketpreisen von Rock am Ring, Rock im Park und Hurricane Southside, während das Wacken jetzt ohne Shirt, das waren nämlich nur die ersten Tickets, 333 Euro kostet. Und ich will jetzt nicht über das Line-Up sagen, so, das ist halt ein reines Metal-Festival. Aber du hast für einen niedrigeren Preis bei diesen Major-Festivals namenhaftere Bands. Einfach größere Bands, die du dann noch machst. Nichts gegen das Wacken-Line-Up, absolut nicht. An die Leute, die sich über die Preise aufregen. Ihr könnt euch nicht über die Preise von diesen 4 Festivals aufregen und dann aber Wacken als bessere Preisalternative nennen. Das Einzige, wie ihr da wirkt, ist wie Leute, die überhaupt nichts von Zahlen verstehen. Hä? Aber Freunde, das war's mit den Musik-News für diese Woche. Wenn euch dieses Video gefallen hat, natürlich sehr gerne positiv bewerten, diesen Kanal abonnieren. Mein Name ist Chris, das ist Brain Damage. Wir sehen uns diese Woche auf jeden Fall nochmal zum 1000. Video. Holy shit. Schaltet wieder ein.